Moin zusammen, weiter geht's mit Empire of Sin. Wir haben in der letzten Folge recht viele Aufträge erledigt. Und Waffenstillstand hier mit den. Wie heißen sie denn hier? Ne? Genau. Ich weiß es nicht mehr. Card Sharks, genau. So, mit denen ist Waffenstillstand und ich dachte, ich niste mich jetzt einfach hier ein. Nutze die Gelegenheit, hol mir das Depot hier. Right away. Sie betreten den Bezirk. Talente voll. Ah, Feuer erwidern ist fertig, ne? Erwidern automatisch das Feuer mit ihrer Sekundärwaffe, wenn sie angegriffen werden. Kann nur einmal pro Runde. Ja, schade eigentlich. Geben sie einen Schuss auf ein Ziel ab, wird das Ziel getötet. Zu Ende der Runde nicht, denn sie erhalten einen Aktionspunkt. Greifen sie das Ziel mit einem Metallhaken und ziehen es zu sich heran. Für den 360 Grad Nahkampfangriff. Das hier nehme ich, glaube ich. Neues Talent. 420 Tage. Right away. Komischer Besuch. Eine Nachricht von einer ihrer Wachen im Bottoms Up in Fulton Market. Mr. Donovan, Sir, hier ist ein seltsamer Mann, der nach ihm fragt. Er weiß schrecklich viel über mich. Ich bin sofort da. Okay, it's already done. Betretene Bezirk von Gauner. Gleich nicht mehr. Dann gehört dieser Bezirk mir. So, 6, 8 gegen 10, 11 oder so. I'm on it, boss. Crush the fucking skulls! Crush the fucking skulls. Warum denn so feindselig? Also, meine Herrschaft, ich bitte Sie. So, und wenn auf ihn geschossen wird, erwidert er automatisch das Feuer. Leider nur einmal. Das wäre echt geil, wenn es permanent funktionieren würde. Reichweite ist so kurz hier, ey. Aber nee, ist auch ein Nahkämpfer. So, Pistole. Prozent. Ja, versuch's mal. Sehr gut. So, Randa. Lass mir Randa, denn sie will ja. Und Schuss. Blutet. Geil, der ist dann auch gleich down. Wer ist er denn hier? Rote Hafennutzer. Oh, schlecht. Ganz schlecht. Nora Quinn besorgt. Prozent. Ja, gerne. Nimm mit. Wuchtgeschosse. Geil. Feuern Sie Wuchtgeschosse ab, die alle Hindernisse oder Ziele in Ihrem Weg für bis zu 15 Felder durchdringen. Dieser Angriff verursacht Waffenschaden, ignoriert die Rüstung. Ach. Ach, wie geil. Oh, oh. Wache. Verblutet. Verstärkung kommt. Kann mir eigentlich egal sein. Wenn sie da reinkommen, gerne.
That you fucking gobshite. Damn it! Sehr geil. Schöne Kombination, wie bei Wattails. Ein Anschubsen und der Bogenschütze ballert weiter. So, Kampf zu Ende oder warten wir noch auf die Verstärkung? Yeah, that's what I'm fucking talking about. Huch. Yeah. Wonderful. We did it. Besetzen. Schwierigkeitsgrad 1, klein, 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 okay. Sicherheit 5 auf 6, ja. Produktion, ja. Qualität, yes. So, und den Laden hier nebenan muss ich leider auch noch angreifen. Right away. Wir fragen Handel an. Klingt nach einem Deal. Occupied Rocket. Und danach muss ich sofort nach Hause. So, die sind nur zu viert. Right, I'm on it. Take that, you fucking gobshite. I'm there for you. Unerwarteter Schlag. Ja, guck mal. Capito. I will make meat of them. Ah, damn it. I'm fucked. Yeah. That's what I'm fucking talking about. Auch schon den Kampf beendet. Dadurch, dass er K.O. ist. Brauerei. Was war das? Klein, ne? So, eine Brauerei, eine kleine. Kredithai, Bordell, Casino, Speakeasy. Ja, Brauerei, eine kleine eigentlich eher nicht. Ich erzähl mal ein Kredithai rein. There's a fine smell of money out of here. Christ almighty! Verloren und gefunden. Entscheidendes Gebäude verloren. Treffen Sie sich mit Serl. Dem Geld folgen. Gehen Sie zu Hoffmann. Ja, bringen Sie zu Hoffmanns Casino oder Luxury Lounge gehen. Ihre Bande kann Sie nicht begleiten. Im Casino ist es verboten, einen Kampf anzuzetteln. Dem Geld folgen. Ja, bring mich dahin. Ah, what's the crack? Hier komme ich gerade nicht raus. Hier ist es verboten, einen Kampf anzuzetteln. Reden Sie mit Hoffmann. Da ist er. I'm on it. Danke, Donovan. Es ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, dass Sie es zu der Veranstaltung geschafft haben. Ella, hier ist ja richtig viel los. Ja, ja. Nun, ich wollte niemanden auf der Gästeliste auslassen. Sie kennen Bürgermeister Thompson und George McDonough, nicht wahr? Nicht persönlich, aber ich werde mich vorstellen. Sollten Sie. Das sind hohe Tiere und es lohnt sich, sich mit denen gut zu stellen. Ich bereite alles für das Hauptereignis vor, während Sie plaudern. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Sicher. Danke, Ella. Right away. Could be trouble. Sieh mal an, wenn das nicht Frankie Donovan ist. Ich habe mich schon gefragt, wenn sie unsere Wege kreuzen werden. Was machen sie hier? Ich wurde eingeladen, wir allein dann auch. Ich habe gehört, dass sie nicht mehr als nur ein bisschen temperamentvoll sind. Sollte ich mir Sorgen machen, dass sie während des Spiels an die Decke gehen? Wenn ich sie wäre, würde ich das. Nein, Sir. Sie kriechen Autoritätspersonen gerne in den Allerwertesten, was? Oder gehört das alles zu ihrer Masche? Egal, ich habe einen Job. Perfekt. Jemanden wie Sie, der zu einem Ja sagt. Augenblick, was macht der Polizeipräsident bei einem Spiel wie diesem? Vielleicht, ich brauche mal Einzelheiten, ich arbeite nicht mit Cops zusammen. Sicher nicht. Wir sind doch die Bösen, oder? Überlegen Sie sich einfach, ob Sie Geld verdienen wollen oder nicht. Denn ich bin der verdammte Schlüssel dazu. Und jetzt bereiten Sie sich auf den Beginn des Spiels vor, sonst wird Hoffmann Teufelswild. Viel Glück da draußen. Eine Sache noch. Reden Sie mit Thompson, bevor Sie sich setzen. Kennen Sie ihn? Nicht offiziell. Er ist das Zahnrad, das die Stadt am Laufen hält. Es ist wichtig, ihn zu kennen. Wissen Sie? Also zollen Sie ihm Respekt. Sicher, George. Wir sehen uns.
Hallo? Right away. Ach, hallo Frankie, ich habe Sie schon oft in der Stadt gesehen, aber ich fürchte, wir wurden einander nie richtig vorgestellt. Freut mich, Bekanntschaft zu machen. Ich bin Bürgermeister Thompson, meine Freundin nämlich Bill. Schön, Sie kennenzulernen, Bill. Was auch immer Sie brauchen, zögern Sie nicht, mich aufzusuchen. Ich werde Eva bitten, einen Termin zum Mittagessen freizuhalten, wenn Sie Zeit haben. Ich bestehe darauf. Sicher, Bill, das klingt nett. Wunderbar, dann halte ich den Termin sofort fest. Oh, und bevor Sie gehen, sollten Sie noch mit McDonough sprechen. Er ist immer auf der Suche nach neuen, einflussreichen Freunden der Stadt. Das habe ich bereits. Freue mich zu sehen, dann sehen wir uns am Pokertisch mal vor. Das werden wir auch wieder sehen. Bekommt jetzt hier so ein Minigame mit Pokern? Right away. Regeln habe ich nicht wirklich im Kopf. Genug und die Leute gemischt. Können wir mit dem Spiel beginnen? Deshalb sind wir hier, oder? Fangen wir an. Gut, setzen Sie sich. Dann geht's los. Klar. Oh, was geht jetzt hier ab? So, so, den ganzen schicken Freund und all ihr Geld. So eine Schande, dass das hier vor die Hunde gehen zu sehen. Was zum Henker? Wird das hier ein Überfall? Sehen Sie geil Ihre toten Freunde an und sagen Sie es mir. Nein, wissen Sie was, das spielt keine Rolle. Sie werden mir ohnehin nicht lange noch gehen. Kampf beginnen, so sei es. What? Dem Geld folgen. Wie viele Gegner? Thompson, McDonough, Hoffmann und die anderen Bosse beginnen ihre Flucht. Hoffmann winkt ihnen zu, mit ihnen zu kommen. Hauen wir ab, kommen Sie, Frankie. Gehen Sie, ich werde Sie ablenken. Ich versuch's mal. Ach du. BOI-Agent. Er alleine. 3, 6, 9 gegen 12. Sure thing. Scheiße. Komme ich hier doch noch irgendwie raus? Rennen und schießen. So, ab nach draußen. Zug verzögern. Warum schießen sie auf die Polizisten, Alter? Was geht denn hier ab, ey? Oh Gott, der hat doch keine Chance hier, der Junge. Voll ins Leere. Hier raus. So nicht verfügbar. Okay, Runde beenden. Gesundheit um 50 zwei Runden lang. Ja, das sollte ich mal nehmen. Davon habe ich genug. Können nicht aus diesem Kampf fliehen. Aktion nicht verfügbar. Take that, you fucking gobshite. Oha, das wird doll jetzt.
Understood. Überwältigen. Ach, die wollen mich festnehmen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Runde beenden. Gladly. Okay, der ist wahrscheinlich verhaftet worden gerade. Leichte Deckung. 81%. Take that, you fucking gobshite. Next hit. Ja, den haben sie tatsächlich verhaftet. Komme ich jetzt in den Knast oder was? Ach, schade. Prozent. Ich kann natürlich auch hier reinlaufen. Und Wache. So, der nächste, der reinkommt, kriegt was. Ja, wenn die nur einzeln reinkommen, dann habe ich da durchaus eine Chance, das Ganze zu überstehen, aber. Take that, you fucking gobshot. Aber könnte auch schwierig werden. Aber die winken einfach nur durch, die meisten, oder laufen weg und schießen nicht mehr. Und so einem im Nahkampf, so ein Gegner, kein Problem. Der hat ja Schwein gehabt, dass er verhaftet wurde hier, ne? Ein Bullen getötet. Bande. Runde beenden. Runde beenden. Alle Mann, Runde beenden. Boah. Ja, nachladen. Waffe wechseln. Nachladen. Sure thing. So, dann kommt mal an hier, Leute. Okay. BOE-Agent. Ja, dann holen wir uns den doch mal. 100% Trefferchance. Take that, you fucking gobshot. Ich bin noch da. Komm mal runter hier. Can do. Understood. Certainly. Sehr schön, der ist down. Und den müsste ich jetzt hinrichten, dann lade ich mich wieder ein paar Runden auf.
Kommst du da ran? Nein, kommst du nicht. Und rennen und schießen. Zwei Aktionspunkte. Hier hinter. ...86%. Next Hit. Die bleiben echt da oben. Oh ne, jetzt schießen sie runter. Wenn jetzt alle runterschießen, wird's eng. So, Blutrausch hinrichten. Okay, plus 30 geheilt und ich glaube nächste Runde auch nochmal. Oh Mist, kritisch, 32. Can do. Okay, geheilt um 15. Dann gehen wir dahinter. Und lad die Knarre nach. So kann ich das echt schaffen, ne? So hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Hier hinter. Und von hier aus schießen. Yep, Treffer. Leider keine Handgranate mit, glaube ich. Das wird noch ein echt langer Kampf, glaube ich. Aber der ist gleich weg. Oder? Kann ich den mit der Pistole? Wie sieht's da aus? 71%. Und die winken alle durch. Total gut. Keine Sanitäter dabei, nix. Keine Sturmtruppen, die im Nahkampf hier rüberlaufen oder so. Richtig gut. Danke, Donner. Okay, versuch's. Sure thing. Doch, er hat eine Handgranate, Tatsache. 71. In your face, you fucking gobshite. Ja, trefft ihr mich auch? Okay. Oh oh. Ich muss ja zu einer breiteren Wand kommen. Sure thing.
Can do. Gut, Plan A ist, alle nacheinander wegzuballern. Plan B ist, sie einfach nur zu verwunden und dann hier mit der entfesselten Wut da einfach mal durchzurennen. Und der hatte Rüstung auch nur noch eins. Ist auch schlecht. In your face, you fucking gobshite. Gar nicht mitbekommen, wie meine Rüstung zerfetzt wurde. Okay. Gut. Ups, nein. Schuss und 41% nur da hinten. 66%. Doppelschuss, versuch's mal. Schade, zweimal vorbei. Sights must be off. Can do. Ah, da werde ich von allen beschossen. Wir können uns sprinten. Zwei Punkte. Ah. Ah, that's class. Jedenfalls sollte ich jetzt schon mal nachladen. Prozent, 53 von 100. Der wäre ganz weg. Der wäre fast tot, ne? Ja. In your face, you fucking gobshite. Can do. Shit. Aber sie greifen nicht an. Das ist für mich schon mal sehr gut. Gladly. Und schießen. Ab nach vorne. Flucht nach vorne. Sure thing. Ich glaube, das war ein Fehler, oder? Boah, nichts mehr zum Heilen da, ne? Allerdings lassen sie noch alleine da hinterm Tresen. Oh, sehr geil. Staatsfeind Nummer 1. Aufpassen, was mache ich? Hier hätte ich irgendwie gern die Granate. Werden wir uns schießen? Schaffe ich das dadurch? Nee, das sind definitiv zu viele und zu stark. So, komm da mal hinter.
Blöden Schweine. In your face, you fucking gobshite. Und Erwiderung. Schieß zurück. Ach, Mist. Noch einer. Mist. Runde beendet. Oh, sehr gut für mich. Sehr, sehr gut für mich. 100%. Rennen und schießen. Bring dich in Sicherheit, Donny. Ja, wieder zurück. Zum Glück daneben, ey. Oh, shit, shit, shit. Very schlecht. Noch keine Rüstung mehr, der Junge. Muss ich echt versuchen, auf sehr hohe Distanz. Halbe Deckung, volle Deckung hier hinter. That, you fucking gobshite. 41 von 250, komm schon. Festgenagelt, shit. Ein, zwei Treffer und das war's mit mir hier. Ein Erste-Hilfe-Pack dabei, das ist... Ah! Prozent, ja, pust ihn weg. Nein, daneben! Shit! Sights off.
Wenn die mich jetzt treffen, ah, guck mal, nur noch 7 Lebenspunkte. That's what I'm fucking talking about. Sieg? Warum? Siegreicher Kampf. Muss ich irgendwie, habe ich das nicht gesehen, so und so viele Runden durchhalten oder? What is it? Alter Scheiße. Kämpfen Sie gegen das BOI, optional. Vollkommen erbärmlich, Sie waren die Kugel ohnehin nicht wert. Verschwenden wir von hier. Leute, wir sehen uns. Geschäft zweiten links geplündert. Kommen Sie, Frankie, verschwinden wir von hier. Danke, Sir. Achso. Everything okay? Was zum Henker war das? What the hell was that, Sal? You tell me. They were BOI, right? That didn't look like any raid I'd ever seen. Die Videosequenz gefällt mir sehr gut. It wasn't. They robbed us and killed people. They almost killed me. Shit. You think they were trying to kill everyone who got invited to Hoffman's? Sah ganz danach aus. It seemed that way, Sal. Is Ella okay? Did she get out? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. I think so. I don't know. That's something at least. Well, is there anything I can do to help? Sie müssen mir helfen herauszufinden, wer das war. I need you to help me find out who did this. You know I'll do what I can. I'll keep an eye out for Ella, if she's alive. She probably burrowed underground to get away from these goons, but she'll pop up sooner or later. And I'll call on you when she does. Danke, Sir. Sie haben mir wirklich einen Arsch gerettet. You really got me out of a bind back there. Don't mention it. I tacked it onto your cab fare. Hope you don't mind. just joking. I'm looking out for you, pal. Who else is gonna do it? Thanks, Sal. Nee, dem Geld folgen, optional. Entkommen Sie in den Casino, kämpfen Sie gegen das BOI. Okay, eine Rüstung wiederhergestellt. Wo ist der Rest von meinem Trupp? Wo sind die alle? So rum. Gut, Kenners, dann kommt ihr mal nach Hause. Gott. Alles auf einen Haufen. Dann heilen wir ihn mal eben und stecken noch ein bisschen Kohle in unsere Geschäfte. I'm on it. Oh Mann, Mädchen. Aussehen. So, heilen. Hä? Heilen. Aha. Haus mit schlechten Ruf. Nächster Auftrag. Aber ich, ja, wie gesagt, ne, hier machen wir gleich erstmal eine Pause. Und 20 Tage für Stufe 5, ja. So, vierten Bezirk bauen wir jetzt mal weiter aus. Speak easy im Bezirk. Null. Achso, nee, Quatsch, ich konnte einen Laden kaufen, ne? Klein, 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 klein. So, und dem hier will ich was bauen. Achter Bezirk, Loop Gate West. So, Sicherheit. 9 Tage. Produktion, Qualität. Darlehensgeschäft, Sicherheit, Einnahmen, Ablenkung, klein, klein, klein. So, wir brauchen hier ein Speakeasy. First round's on me. Ein Casino. I don't abide und cheating in my casinos. That's my kind of place. Und alles ausbauen.
So, was haben wir hier? Mafia-Anwalt, Polizeiaktivität, Pfandleier. Plus 1% durch Ausräumen, der Effekt erhöht sich mit jedem anderen Pfandleier. Machen Sie einen Kram zu Geld, erhalten Sie zusätzliche Einnahmen aus geplünderten Gebäuden. Der Effekt addiert sich mit dem anderen Pfandleier. Stellt eine zusätzliche Wache für Ihre Geschäfte in diesem Bezirk, ein Boxverein. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, und der fünfte war mein Anfangsbezirk. Da möchte ich jetzt auch noch mal schauen. Qualität. Hochklassiges zu Premium. Sind meine Läden überfallen worden, oder was? Fünfter Bezirk. Kann ich nichts mehr verkaufen. Wie sieht es im sechsten aus? Atmosphäre ein bisschen verbessern. Ablenkung verbessern. So, Geld ist alle. Verkaufsmodus beim Pfandleier. Präzisionsgewehr 27,50, 51,55. Okay, die hat ein besseres. Bis 50, 51,55, 5%. Macht ein bisschen mehr Schaden, ne? Grundschaden ist ein bisschen schwächer. Gewehr 42 bis 43. Ah, guck mal hier. Ja, man müsste ja auch direkt filtern können nach Waffe oder Waffengattung. 32,48. Nee, das ist besser. Okay, Verkaufsmodus. Weg. Und weg. Sehr schön. Ja, die Restkohle sparen wir. Und dann schauen wir mal nach dem nächsten Nebenauftrag. Sprechen Sie mit Ihrer Belegschaft. Reden Sie mit Marmilla. Stellen Sie sich dem Herrn in Ihrem Casino vor. Ja, das machen wir demnächst mal. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und ciao.